Privé. Bewegen Sie sich nicht so schnell. Wenn man sich an einer Derecall-Feder sticht, tut das weh. Ach so. Wenn das so ist. Nicht so schnell. Wenn man sich an einer Derecall-Feder sticht, tut das weh. So. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Adam Peck. Und nein, ich habe keine Abraxaner-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Derecall-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch Derecalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir denken, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast, verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich zu sein. Das können Sie aber laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Ein Knieselfloh? Sie hätten sie hören sollen. Nein, nur noch Nebenprodukte. Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Na, wir sind da anders. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Boah, das findest du lustig, ne? Okay. Danke, das werde ich. Das ist ja ein Scherzbolzen. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Das war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? So. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Die haben wir alle eingesammelt. Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Ja, wir haben erstmal von jeder Art erstmal einen. Bei uns im Gehege. Ich kann nur Zutaten kaufen. Ich dachte, ich krieg hier. Ich will doch keine. Moment mal. Kanona, Krötenwarz, Nahan des Testrals, Knullmuffa, Kniesel, Felsmo. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Ja, glaube ich dir. So, wir haben auf jeden Fall erstmal gut Geld gekriegt. Aber ich wollte auch was für unsere Tiere jetzt kaufen. Privilegium. Da bin ich mal ein bisschen enttäuscht hier von deinem Laden hier. Ich will hier Spielzeug kaufen. Richtig coole Sachen hier. Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Nö, das nervt mich jetzt richtig hier. Sie können ganz ehrlich gerne wiederkommen. Dachte, ich Sie kann sind ja jetzt jederzeit hier. Willkommen. Ja, ja. Du mich auch. So, nochmal kurz gucken. Was gibt es noch für Läden hier? Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Trollpuppel habe ich ja selber gefunden. Flohfliegen, ja.
Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Donnergebräu, ganz schön teuer. So ein Donnergebräu brauchen wir für Sharp, meine ich. Aufträge. Beschaffe und teste Donnergebräu gegen Gegner. So. Und wenn wir auf der Karte kurz gucken, dann bietet sich doch eigentlich an die Weltkarte. Dann war ich hier irgendwo im Banditenlager, ne? Check das Grab, ne? Inferi-Versteck. So. Donnergebräu. Und dann haben wir die Aufgabe quasi von Sharp erledigt. So, kurz gucken. Donnergebräu. Okay. Was nicht genügend Platz, um ein Reittier zu rufen. Ich will kein Reittier nehmen, sondern ich wollte meinen Besen rufen. So, Inferni. Ja, dann geht's mal ab hier. Oh, hüpf doch wenigstens rüber, mein Freund. So, da können wir zu Sharp, ne? Auf zu Sharp. Nein, nicht Cut of an Hogsmeade, Cut of an Hogwarts. Achso. Ja. Auf der Karte finden. Hm.
So. Warum dieses Porträt leer war? Rivelia! Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie... Hallo, Homura. Rivelio. Ernsthaft, hier liegt nichts rum? Nein, weil ich mit der Fupa-Feder einmal schon... Ah, nee, nein, Alter, ist das doof. Toll. Ganz toll. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Defindo? Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn Sie nicht aufpassen. Sehr gut. Es scheint, als hätten Sie Defindo im Griff. Ich möchte Sie... hier im Klassenzimmer zu üben, um ihre Kinder... Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das scheint gefährlicher zu sein, als Zaubertränke zu unterrichten. Oft, ja. Obwohl ich in meiner Klasse schon einige bemerkenswert kreative Mixturen gesehen habe. Ja, bestimmt als auch Whisky, Auror, ne? Hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Mhm. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Tja, das wird ja wohl nie lange mit sich rum, mein Beileid. Ne? Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Das mit Selbstvertrauen und Demut, das ist ein echter Satz, den genau das kann man sich möchte merken. Ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor. Okay. Wie schon erwähnt, kann Defindo vielseitig und auch gefährlich sein. Ja, wir passen auf, alles gut.
Seele wird langsam alt. So. Da waren wir gerade eben. So, die Geschichte von Roland Oaks. Adelaide Oaks scheint sich um jemanden Sorgen zu machen. Ich sollte mit ihr sprechen. Erscheinungsbilder. Und dann gucken wir mal hin, ob wir sie ein bisschen beruhigen können. So, Nacht. Ja, komm, wir warten, bis Tag ist. Kannst da rauskommen. So, du bist bestimmt Adelaide, ne? Ja. Hi, Adelaide. Hallo, Adelaide. Ich habe deine Eule erhalten. Danke, dass du da bist. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Okay. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich bin auch besorgt. Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und... Meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. So, die Geschichte von Roland Oaks. Die ist bestimmt erstmal außerhalb, ne? Ja, ist ja klar. Komm, Weltkarte oder wo? Nimm die Weltkarte einmal auf. In Hogsmeade. Nee. Hogsmeade sag ich schon. Warte, stopp. So, Region nordöstlich von Hogwarts. Da haben wir zufälligerweise eine Flohflamme. Und auch unweit ist nochmal so ein Merlin-Rätsel. Können wir vielleicht mal kurz vorbeihuschen? Können Sie wir ein bisschen sehr besorgt. Platz im Inventar kriegen. Laut Adelaide liegt das Lager ihres Onkels in der Nähe von Brockborough, am Fluss vorbei. So, hier können wir noch unseren Besen nutzen. So, hoch. So, Roland Oaks Zeltlager. Entschuldigung, sorry. Renrocks Anhänger, direkt voraus. Soll ich es mit Kämpfen oder mit Schleichen probieren? Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Ist der Hölle? Verfehlung! Kann ich nicht sein! Ich stehe endlich auf!
Komm, trink! Zeit herauszufinden, was hier passiert ist. So. Waffensaft, Megapowertrank. Muss ein paar Sachen mitnehmen. So, Roland hat die Karte über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Mhm. Weißt du, was für mich mit meinem Geschäftsbuch. So, Wenrocks Bande hat sie mit einem Treffen einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als sie Fragen stellte. Ich habe belauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldogak sprachen. Sie sind hinter seltenen Teilen her, die zum Bohren verwendet werden können. Okay, was wollen die bohren? Vielleicht Greenrods? Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland aus. Rebellion. Aber wir müssen Roland Ox Karte nutzen, um zu verfolgen. Super. Sieht interessant aus. Ja, kann ich auch sagen. Das ist bestimmt die eine oder andere Münze oder Truhe. So, grau-grün verzierte Handschuhe. Ne? Okay, war nicht so dolle. Rebellion. So, wir sollen die Karte auf jeden Fall nutzen. Das heißt, wir haben in unserem Inventar doch die Karte. Wir haben doch die Karte. So, Roland Oaks Karte. Das finde ich doch niemals. Ihr kennt mich doch. Rebellion. Landeplattform, Herausforderung freigeschaltet, okay. Aber doch irgendwo im Süden irgendwie runter, ne? Jetzt mal gucken. Inventar. Ansehen. So. Da oben waren wir und es geht irgendwie immer weiter nach unten. Ein Berg runter. Würdet ihr auch so sehen, ne? Bis irgendwo so ein Verlies ist. Rebellion. Ich bin viel zu schnell. Wo waren noch mal alle?
Hat schon viele Gegner hier, ne? War da ein Fluss drauf zu sehen? Na komm schon. Tja, immer weiter runter, würde ich sagen, ne? Folgen. Privilegien. Oh, ich bin schnell zu schnell. Warte. Die Farbe gehen. Da ist eine Höhle, aber es ist keine Höhle. Es war ja irgendwie so ein Hügel hier. Magie. Jetzt geht es auch schon wieder hoch. Fliege ich in die falsche Richtung hier oder was? Jetzt bin ich auch schon wieder ganz woanders. Wo ist die olle Karte? Schloss. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja Beginn der Richtung hier. Kannst du halt nur sehen. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. Okay, wir noch gar nicht so. Oh, Alter, der Besen! Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Revelio. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Billiger Nachtisch! Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt! Nochmal. Kriegen wir schon noch gemeinsam hin hier. Nicht Ausrüstung, Inventar. Zack, zack, zack. So. Was haben wir denn hier? Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Sieht nach Ärger aus. Boah. So, ihr habt mich gesehen. Okay. Eine Leiter, die brauche ich.
So, und dann wird dann den Leiter irgendwo, ne? Hier außen ist noch eine Truhe anscheinend. Nee. Oder? Doch, die ist außen hier. Ach, ich kann hier hochklettern oder wie? Wenn jetzt irgendwas verpasst hier. Das hört sich so ein bisschen nach einem Troll an, kann das sein? Kommt da noch ein Troll gleich? Okay, wir hier dieses an, Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, ja. Und hier war eine Leiter. Genau. So, mal hochgeklettert hier. Und wir sind im Deck, aber es ist egal, das ist ja nicht schlimm. So, von da kamen wir mit unserem Besen, ne? Genau. So, der ist weg. 21 von 60, alter Schwede. So. Das ist gar kein Problem hier. Was hier wohl passiert ist? Mit dem außenpassenden Kobold, ja, ist noch dabei. Die Kobolde. Ach, die Ruinen von Coro. Guck einer an. Die Ruinen von Coro. Erkunde den Außenposten der Kobolde und finde Roland Oaks. Okay, Roland. Wir suchen dich. Wir nehmen mit, was kriegen können hier. Können wir alles später nochmal. Hm? Alles klar, was war's? Du bist zum Start hier. Privet. Da ist ein Schloss. Ach, da sind auch Gegner. Oh, der hat das ist nehmt. Sag mal. Oh, zack. Dieses Möbel steht auf dem Kopf. So, hinten war ein Schloss. Lohnt sich bestimmt. Schloss auf Stufe 1, das ist schön. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Runde Brille mit goldenem Gestell. Revelio. Okay. So genügend Porschen haben wir ja, dank unserem geheimen Raum der Wünsche. Super guten Giftlamm-Samen. Mal kurz ein bisschen unsichtbar machen. Als nächstes, glaube ich, müssen wir auch mal ausrüsten, dass wir sprinten können, wenn wir unsichtbar sind. Das Wort von Menschen ist wertlos. Der Gefangene schuldet uns das Versprochene mit allen.
Ach komm, ein Dino. Danke. Sag mal. Hier ist auch noch immer gut hier. Zwei Dublonen ist nicht euer Ernst. Oder Garnionen. Oh, Ausrüstung, okay. Ja. Ja, Moment mal. Ausrüstung ist voll, ich hab's verstanden. Dann schmeißen wir mal ein paar Sachen weg hier. Ausrüsten wir aus. Das schmeißen wir weg. Erscheinungsbild ändern wir gleich wieder. So, das ist bestimmt cooles, cooles drin, oder? Oder auch nicht. Oh! Mega Power Tanke. Okay. Ja, cool gemacht, muss man schon sagen. Gibt's hier oben noch irgendwas zu entdecken? Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Ja, warte mal ab. So, ich bin noch nicht. Ich bin noch am Einsammeln hier. Liegt ein bisschen was rum, ne? Kann ich da nicht hoch? Okay. Kann ich echt nicht hochhüpfen? Oh, oh, warte. Hat das gerade hingekriegt hier? Kann man auf. Nein? Kein Kantenmaler da gewesen? Privat. Oh. Ist doch nicht euer Ernst. Ach, magisch Besen, alles klar. Ins Händchen. So, jetzt machen wir mal hier den Kessel an. Sollte jetzt auch sein, ne? So, Hallöle. Grüß euch. Heilen.
wenn man Ausrüstungsgegenstand ist, wirklich schlimm. Muss man wirklich sagen. Ne, davon will ich nichts wegpacken. Davon, ja, stopp. Da kann ein so ein grünes Ding ja 1944. Aber wehe, das ist jetzt Schrott hier, was ich hier hole, ne? Wehe. Hier eine Hexe. Okay. Deine Ausrüstung ist voll. Ehrlich. Aber kam ich nicht von hier? Doch. So, hier bin ich reingegangen und kann ich doch bestimmt hier rechts bleiben. Genau. Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. So, kann ich mal hier hochgehen. Privet. Ah ja. Ist schon ziemlich verrückt, ne? Privet. Ja, wo geht's weiter hier? Schon? Ne, hier waren wir noch nicht. Ein großes Lager hier, ne? Oder Schalli? Vollkommen wieder. Oh, Alter, ey, ernsthaft. So, Ausrüstung. Legere Schuluniform mit Blade-Klar-K-Muster. Mhm. Ja, dann können wir weiter runtergehen, glaube ich. Ja. Was ist da hin? Ja, fette Quest. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Richtig gut. Was versteckt hier? Eine Handbuchseite oder sowas? Na, da wird der gleich drin sein. Das haben wir ja schon gesehen mit der Tür. Das ist ja so ein Schlitz. Ja, komm. Hallo. Hallo. Mr. Oaks. Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Sie haben ihn. Geben Sie ihn mir. Schnell.
Ja, das ist mal eine richtig große, fette Nebenmission. Alter Schwede. Hi. Geschafft. Ich wollte noch zwei gucken. Mein Zauberstab und... Halt. Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, in Sicherheit. Wir haben nicht gerettet. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Du hast eine Karte gezaubert. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Ah, das ist gut. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Kannst du uns erzählen, was du gehört hast? Sie meinten, sie hätten etwas aufgeschnappt. Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Na? Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem so kommt der Hass von Ranrock auf die Zauberer. Er hält uns alle für grausam. Und deswegen ist es so wichtig, dass man Nebenmissionen spielt. Stimmt es, dass Sie Kobold sogar sprechen? Ganz ja, wichtig hier für den Story-Hintergrund von einzelnen Charakteren. Ich war der Kobold-Kultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Okay. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Dann ist die Frage, brauchen wir überhaupt noch diesen anderen Kobold hier? Den von Sirona. Und ich auf sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. So, wenn das nicht ordentliches Pipo ist, oder? Mr. Oaks hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Ist noch was in seiner Zelle? Nee. Die Geschichte von Roland Oaks.